Eine häufig verwendete Methode in der Bildbearbeitung ist das sogenannte Dodge and Burn. Grob gesagt geht es dabei darum, bestimmte Bildbereiche aufzuhellen und andere abzudunkeln. Damit kann man dann gezielt die Lichtstimmung im Bild beeinflussen oder auch bestimmte Objekte plastischer wirken lassen. Daher wird die Technik zum Beispiel auch oft in der Porträtfotografie benutzt. Ich nutze die Technik vor allem auch bei Landschaftsfotos. Die wirken nämlich oft erst durch die richtige Lichtstimmung so richtig interessant. Und da kann man mit der Dodge and Burn Technik noch um einiges herausholen und diese natürliche Lichtstimmung noch deutlich unterstützen. Aber auch Fotos, die jetzt nicht so die außergewöhnlichste Lichtstimmung, sage ich mal, haben, kann man mit der Dodge and Burn Technik noch aufwerten, indem man quasi so helle und dunkle Bereiche in das Bild so ein bisschen hineinmalt. Und hineinmalen ist auch eigentlich schon das richtige Stichwort, denn so einfach wie es sich anhört, ist es eigentlich auch tatsächlich. Und deswegen würde ich sagen, wechseln wir jetzt einfach mal direkt auf den Laptop und los geht's. So, ich bin jetzt hier in dem Bildbearbeitungsprogramm Affinity Photo. Wenn ihr jetzt Photoshop oder so benutzt, ist das aber auch nicht schlimm, weil das Ganze da eigentlich genauso funktioniert. Auch mit der iPad-App übrigens von Affinity Photo, die ich in dem letzten Video vorgestellt habe, lassen sich die Schritte, die ich hier vorstelle, eigentlich übrigens fast 1:1 so genauso umsetzen. Wie schon gesagt, besteht das ganze Geheimnis eigentlich einfach darin, gezielt mehr Licht und Schatten in das Foto hineinzumalen. Und dafür benutzen wir das Dodge and Burn Werkzeug, zu Deutsch abwedeln und nachbelichten. Hier sind die alle in einem Ding quasi versteckt, also hier einmal abwedeln, nachbelichten. Und der Schwamm ist da auch noch drin, den brauchen wir aber hierfür nicht. Mit abwedeln machen wir das Ganze heller und mit nachbelichten machen wir das Ganze dunkler. Ist, finde ich, ein bisschen verwirrend mit den deutschen Begriffen, aber ja, so ist es einfach. Also abwedeln, jetzt haben wir hier direkt den Pinsel und ihr seht auch hier schon so eine kleine Vorschau. Dann wird das Ganze heller und wenn ich das andere auswähle, das Nachbelichten, dann wird das Ganze da dunkler. Ich hoffe, man sieht das Ganze jetzt auch. Übrigens könnt ihr auch mit der Taste O, also mit dem Buchstaben O auf der Tastatur, zwischen den unterschiedlichen Werkzeugen hin und her schalten. Das seht ihr jetzt auch hier links, da ist jetzt der Schwamm ausgewählt. Oder wieder abwedeln und nachbelichten. Ja, mit diesen Werkzeugen hier können wir jetzt theoretisch direkt auf das Foto malen und die Helligkeit so an bestimmten Stellen verändern. Damit wir die Änderung aber später auch ganz leicht wieder rückgängig machen können, empfiehlt es sich, das Ganze auf einer neuen Ebene vorzunehmen, also die Änderung, die wir jetzt vornehmen. Und zwar fügen wir als erstes eine neue Pixelebene hinzu. Dafür klicken wir hier unten auf Pixelebene hinzufügen, auf dieses Symbol. Dann seht ihr, ist jetzt eine neue Pixelebene erstellt worden, die ist jetzt erstmal leer. Wenn wir die ausgewählt haben, gehen wir auf Bearbeiten und auf Füllung. Und da müssen wir jetzt eine selbstdefinierte Farbe wählen und zwar legen wir da einen 50%igen Grauton drauf. Also selbstdefinierte Farbe wählen wir aus, dann können wir hier reinklicken und da ist jetzt schon Grauheit voreingestellt. Normalerweise ist wahrscheinlich irgendwie Farbfelder oder sowas voreingestellt. Also hier oben in dem Dropdown-Menü wählt ihr Grauheit aus. Das ist jetzt hier erstmal auf 100% gestellt, also ja. Und dann wählen wir hier 50% aus und dann auf Anwenden. Und dann haben wir jetzt so eine graue Fläche hinzugefügt und da die jetzt über dem Hintergrund liegt, also dem Bild, was wir bearbeiten wollen, sehen wir natürlich erstmal nichts. Den Mischmodus müssen wir jetzt noch auf Ineinander kopieren umändern. Dafür gehen wir hier, wo jetzt noch normal steht, auf Ineinander kopieren drauf. Das ist hier in der Mitte relativ. Und dann seht ihr, dann wird auch das Bild wieder sichtbar. Und wenn wir das jetzt aktivieren und deaktivieren, sieht man auch, dass erstmal nichts zu sehen ist. Das liegt an diesem 50%igen Grau, was wir jetzt da draufgelegt haben. Und das heißt, alles, was jetzt heller wird als dieses 50% Grau, das wird auch in diesem Bild hier heller, also in dem Hintergrund, den wir eigentlich bearbeiten wollen. Und alles, was dunkler wird, wird halt auch dunkler. Und jetzt male ich einfach mal irgendwie drauf rum und ihr seht, das Bild wird grauer. Und wenn ich jetzt den Hintergrund hier mal wegnehme, die Sichtbarkeit, dann seht ihr auch, dass hier dunkel drauf gemalt ist. Und das, was hier dunkel drauf gemalt ist, das sieht man dann auch letztlich hier auf dem Hintergrundbild. Und wenn ihr das Ganze gleich wieder wegnehmen wollt, weil ihr sagt, das ist totaler Mist oder so, dann kann man den Haken hier einfach wieder wegmachen und das ganze Bild, wie es vorher war, wird wieder sichtbar und wir haben das ganze normale Bild einfach nicht angepackt und können alles so wieder rückgängig machen. Damit das Ganze nachher auch möglichst realistisch aussieht, ist es jetzt wichtig, so gut es geht, dem natürlichen Lichtverlauf zu folgen oder den zu unterstützen. Also Bereiche, wo auch eh in echt, sage ich mal, Licht hinfällt, die Bereiche noch etwas aufzuhellen und die Schattenbereiche gegebenenfalls noch etwas abzudunkeln. Dafür habe ich jetzt mal dieses Bild genommen, was das Ganze, finde ich, ja relativ gut zeigt, weil hier eh schon vom natürlichen Licht her helle Bereiche drin sind, also hier, wo die Sonne noch etwas hinfällt, die von hier hinten kommt, und dunkle Bereiche, die hier schon etwas abgedunkelt sind, weil ja die Sonne da halt nicht mehr hinfällt. Und diese Bereiche versuchen wir jetzt eigentlich nur noch zu unterstützen. Dafür wähle ich jetzt mal als erstes das Abwedeln-Werkzeug aus, also um die Bereiche aufzuhellen, die wir aufhellen wollen. Die ganzen Sachen, wie stark jetzt das Ganze hier, den Pinsel, den wir ausgewählt haben, funktioniert, können wir jetzt hier oben in dieser Leiste auswählen. Ich zeige euch jetzt mal gerade die wichtigsten Sachen, die ihr da so beachten müsstet. Und zwar einmal die Breite, einfach wie breit der Pinsel ist, so wird er ziemlich groß und je weiter ich links gehe, ziemlich klein.
wählen wir mal ungefähr ein bisschen größer noch diese Größe aus. Die Deckkraft, wie der Name eigentlich schon sagt, wie stark das Ganze angewendet wird, also relativ stark, dann macht das Ganze einen großen Unterschied oder auch klein. Die Härte ist manchmal noch interessant, wie hart das Ganze, also ihr seht hier in der Vorschau schon, ist jetzt eine relativ harte Härte ausgewählt, das heißt, man hat hier schon fast so einen runden Punkt, der dann entsteht, oder man kann das Ganze auch relativ weich machen und dann ist das Ganze halt nicht mehr, ja, so hart, wie der Name schon sagt. Also möglichst am besten auch hier immer was relativ Weiches nehmen, damit die Übergänge nicht so hart sind und das Ganze nachher auch möglichst realistisch aussieht. Ansonsten Tonwertbereich ist noch relativ interessant, weil hier kann man jetzt noch auswählen, welche Bildbereiche angepasst werden sollen, also die Schatten, die Zwischentöne oder die Lichter, so ein bisschen ähnlich, wie man das auch mit einer Gradationskurve anpassen würde. Und das können wir halt hier auswählen und so noch genau auswählen, was für Bildbereiche angepasst werden sollen. Da heißt es immer so ein bisschen einfach ausprobieren, wenn das Ganze nicht passt, einfach das Ganze wieder rückgängig machen und dann neu ausprobieren. Im Zweifel dann am besten die Zwischentöne nehmen, damit werden ja nicht die hellsten und auch nicht die dunkelsten Töne angepasst, sondern so mehr die dazwischen. Damit könnt ihr eigentlich dann nie was falsch machen. So, jetzt wählen wir als erstes mal die aus hier. Ich habe jetzt auch die Zwischentöne wieder angepasst und eine relativ weiche Härte genommen. Das heißt, man sieht jetzt hier auf dem ersten Blick auch nicht so viel, da hier aber noch möglichst oder relativ viel Licht hinfällt. Oder hinfallen soll auf jeden Fall, können wir hier auch ruhig ein bisschen stärker, so neben den Fluss, damit kann man das Ganze auch so ein bisschen die Dichte einstellen, dann wird das Ganze auch noch ein bisschen heller und malen hier jetzt einfach drüber. Jetzt gehe ich auch mal hier in die Lichter rein, weil hier, wo ihr seht, das macht dann auch noch einen stärkeren Unterschied, weil hier eh schon relativ viel Licht hinfällt, werden die Lichter jetzt noch sehr stark angepasst und ihr seht auch schon, das Ganze ist jetzt schon ziemlich extrem, also hier, das ist jetzt hier fast schon ausgebrannt. Und das finde ich ein bisschen viel, das heißt, ich gehe jetzt hier wieder auf Command Z oder könnt ihr natürlich auch über die Befehle oben machen, einfach bearbeiten, rückgängig dann und dann ist das Ganze wieder rückgängig gemacht. Das heißt, ich gehe jetzt hier mit der Deckkraft ein bisschen zurück und passe damit dann die Lichtertöne an, weil hier noch relativ viel Licht eigentlich drauf. Man soll auch die Pflanze hier ruhig ein bisschen mitnehmen. Genau, und so würde ich jetzt mit dem ganzen Bild vorgehen, also hier noch ein bisschen aufhellen, die Schattenbereiche ein bisschen abdunkeln. Und ich würde sagen, da spulen wir jetzt einfach ein bisschen vor und dann seht ihr gleich, wie das Ganze dann aussieht. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn man ja damit fertig ist oder so, würde ich sagen, passt das einigermaßen. Wenn ich jetzt mal das hier wegnehme, die Anpassung, die wir vorgenommen haben, so sah es vorher aus und so sieht es jetzt mit den Anpassungen aus, seht ihr, ist schon ein relativ starker Unterschied. Der Blick wird also noch mehr in die Bildmitte gelenkt, da wo das Licht hinfällt und wo auch hier dieser Mann herläuft. Und das Bild sieht somit schon, finde ich, sehr viel interessanter aus. Abgedunkelt habe ich jetzt hier gar nicht so viel, weil das Bild hier eh schon relativ dunkel war an den Bildrändern, da wo kein Licht hinfällt oder weniger Licht hinfällt. Und hier vor allem die Lichtbereiche habe ich halt hier in dem Bereich. Und auch hier vorne, wo der Blick hingelenkt werden soll, noch um einiges aufgehellt. Hier am Stein auch so ein bisschen, dass hier noch mehr Licht hinfällt. Und hier ein bisschen mehr Schatten ist am Rand. Wenn ich das also mal wegnehme, seht ihr, wie das vorher war. Da war der Stein eigentlich ja relativ mit einer Farbe. Und das Ganze ist jetzt noch etwas stärker unterstützt worden. Ja, ein anderes Bild, was ich auch so bearbeitet habe, ist zum Beispiel dieses hier von einem Strand in Island, wo auch das Licht von hier hinten so ein bisschen kommt. Und wenn man da das Ganze drauflegt, ich zeige euch einfach mal, wie das Ganze da nachher später aussieht. Das Licht fällt hier also ein bisschen mehr hin, hier wo das Licht herkommt. Und an den Bildrändern habe ich das Ganze ein bisschen abgedunkelt. So sah es vorher aus, so sieht es jetzt aus. Macht hier bei dem Bild also, finde ich, auch einiges aus und wertet das Bild nochmal etwas auf. Wie anfangs schon gesagt, kann man aber nicht nur Landschaftsfotos super hiermit aufwerten, sondern auch Objekte, also zum Beispiel Porträts oder auch, was ich hier gemacht habe, Tiere, die man fotografiert hat. Ich zeige euch mal, wie das Ganze ohne das Dodge and Burn hier drauf aussah. So war das, war eigentlich auch schon relativ viel Kontrast drin in diesem Bereich, in diesem Bild. Aber hier konnte man auch nochmal einiges, finde ich, rausholen, indem man hier diese Schattenbereiche, also vor allem hier unten hinzugefügt hat, die Lichtbereiche hier oben also nochmal etwas mehr, ja, nochmal herausgehoben hat, hier die Schattenbereiche, den Augenbereich, gut, der würde wahrscheinlich mehr im Schattenbereich liegen, habe ich trotzdem nochmal etwas aufgehellt, weil der Blick ja mehr zu dem Auge hier fallen soll, also man kann hier ruhig auch seiner Kreativität so ein bisschen freien Lauf lassen und so ein bisschen rumspielen, man muss halt nur gucken, dass das Ganze noch relativ realistisch aussieht. Und ja, man nicht zu sehr damit übertreibt. Wenn ihr damit zum Beispiel übertrieben habt oder denkt, das ist ein bisschen zu viel, könnt ihr zum Beispiel auch das Ganze ein bisschen abschwächen, indem ihr die Deckkraft ändert. Das ist jetzt hier auf 100% und wenn ich hier mit ein bisschen runterfahre, seht ihr, dann wird dieser Kontrast hier wieder rausgenommen,
weil die Deckkraft von den Farben, die wir angepasst haben, wieder rausgenommen wird. Also damit kann man ruhig auch so ein bisschen noch spielen. Wenn ihr ein bisschen mehr Deckkraft noch drauf machen wollt als die 100%, könnt ihr die Ebene zum Beispiel kopieren. Das habe ich hier gemacht und nochmal drauffügen. Hier mit 18% dann. Und dann hat man das Ganze nochmal etwas verstärkt. Also wie stark das Ganze, was ihr vorgenommen habt, hier drauf angewendet wird, das kann man immer noch so ein bisschen verändern. Und das war's auch schon mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten könnt ihr auch gerne Feedback unten in den Kommentaren natürlich da lassen. Wenn ihr kein Video zum Thema Fotografieren verpassen wollt, abonniert auch gerne den Kanal. Ansonsten habe ich euch auch mal unten in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Blog gepackt, wo ich die ganzen Videos zum Thema Affinity Photo Tutorials mal zusammengefasst habe. Wenn euch das also weiter interessiert, was man sonst noch alles so mit Affinity Photo machen kann, schaut da gerne mal vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!